Ja, herzlich willkommen zurück am Berner Digitaltag 2022 und gleichzeitig herzlich willkommen hier am letzten Standort vom heutigen Tag, nämlich auf dem Bundesplatz, wo auch sonst noch viel zu sehen gibt zum Thema Digitaltag. Wenn ihr also daheim hockt und noch nichts zu tun habt, dann kommt ihr hier auf dem Bundesplatz vorbei. Es gibt also einiges zu sehen. Ja, wir sind schon fast in der Schlussrunde angekommen, bevor wir das Fazit ziehen mit Jonathan Gimmel und mit meiner Moderationskollegin Vera Herzfern, habe ich ebenfalls jetzt noch eine super interessante Runde zusammenbekommen, und zwar zum Thema Wirtschaft und Digitalisierung. Wie funktioniert das Zusammenspiel mit dem Staat? Wir haben auch heute schon einiges dazu gehört, vieles, was funktioniert, manches, was noch nicht so gut funktioniert, sie wünschen im Raum, ist ein bisschen ins Tempo gegangen. Das alles wird mit mir in der nächsten Runde natürlich auch diskutieren. Und die ist hochkarätig. Ich begrüße hier am Tisch Friederike Asael, Mitgründerin und Managing Partner Impact Hub Bern. Hallo, herzlich willkommen. Dann der Armin Brun, CEO von Berner Kantonalbank BKB. Herzlich willkommen. Dann der Hans-Martin Amrein, Gründer von Gelateria di Berna und Leiter vom Wirtschaftsamt Stadt Bern. Künftiger Leiter, Entschuldigung. Der Lorenz Fuhrer, Managing Partner und Mitgründer von Fuhrer Hugi. Und last but not least, Tom Winter, CEO von Bern Expo AG. Herzlich willkommen an diesem Tisch. Bei diesen sommerlichen Temperaturen. Wir versuchen passenderweise dazu, vielleicht auch eine hitzige Debatte anzustossen, wenn es um Digitalisierung geht. Ja, ich habe es einleitend gesagt, das Thema ist vor allem auch, wie funktioniert das Zusammenspiel mit dem Staat. Und darum schaue ich vielleicht zuerst mal zum Armin Brun und frage ihn in seiner Funktion als CEO von einer grossen Bank, von Berner Kantonalbank BKB, wenn es um Digitalisierung geht, in welcher Form ist BKB auf Zusammenarbeit mit dem Staat oder auch mit dem Kanton zum Beispiel angewiesen? Ja, wir als Bank haben ja ganz verschiedene Themen, die Digitalisierung betrifft, vor allem aber für unsere Kundinnen und Kunden, wenn wir einfache Zugänge zu unseren Bankdienstleistungen bringen. Und ich glaube, dort ist es ein Thema, das vom Staat her immer noch vorwärts getrieben werden kann, das ist die digitale Identifikation. Ich glaube, da die ganzen Compliance-Themen, die wir haben, haben sehr viel damit zu tun, dass wir einfach wirklich eine ganz einfache digitale Identifikation haben. Da sprechen wir sicher auch den EID an, ein Thema, das uns schon den ganzen Tag beschäftigt ist, wo wir dann sicher in dieser Runde noch drauf kommen. Ich möchte zuerst schnell zum Tom Winter schauen, Bern Expo. Auch dir als Unternehmer Bern Expo, inwiefern ist da die Kommunikation und der Austausch und Zusammenarbeit mit dem Staat, mit dem Kanton Bern auch wichtig, für digitale Wege zu gehen, für zu schauen, was kann man für digitale Wege beschreiten. Gerade auch bei der Bern Expo, wo ja eigentlich aus der Historie heraus eine Unternehmung ist, die viel damit zu tun hat, dass Leute zu euch vor Ort kommen. Ich glaube, unsere Schnittstellen, wenn wir es gut machen, wenn wir dürfen, die haben ganz viel eben mit Tourismus, Destinationsthemen zu tun. Das sind eigentlich Transaktionsgeschichten, die wir hier drüber reden. Ankunft, Anreise, Parkiererei und so weiter. Also die nachgelagerten Geschichten wie, ich sage mal, Steuern, Baueingaben und so weiter, die sind weniger alltäglich. Und ja, von uns aus gesehen könnte man natürlich viel schneller, viel mehr machen, wenn wir über Parkieren, Billets in unserem Geschäft, aber vielleicht auch für ein Hallenbad oder eine ähnliche Einrichtung reden. Das ist ja alles nicht eine Hochsicherheitsgeschichte. Und ich denke, für uns, ja, ein Ansatz wäre, dass man solche eigentlich einfache Geschichten, dass man die relativ niederschwellig und dafür umso schneller eigentlich wird vorwärts treiben. Friederike Asael, das zieht sich so ein bisschen wie der rote Faden durch den Tag, durch alle Wege. Alle sind eigentlich voll motiviert. Wir reden hier von Geschichten, die eigentlich jedem sofort klar ist, wenn wir sagen, was wollen wir in Digitalisierung als erstes oder als nächstes erreichen. Und trotzdem scheint es ganz schwer, in der Umsetzung zu sein oder auch im Tempo, das man überhaupt kann einhalten kann. Ja, zum Tempo, das ist sicher eine grosse Geschichte. Ich denke einfach, Digitalisierung ist bei uns, jetzt in unserem Umfeld, wenn ich Start-up-Hut anhabe oder auch Impact-Hub-Hut anhabe, einfach sehr, sehr fest angekommen. Wir waren gar nicht in einer anderen Welt gewesen. Und von dem her ja, haben wir eigentlich alles so weit umgesetzt, wie wir können. Und also diese Frage müsste ich glaube fast auch jemand anders am Tisch gehen. Ja, ich gehe doch schnell weiter zum Hans-Martin Amrein. Ich habe es vorhin gesagt, ich habe mitgegründet Gelateria di Berna und Nations zukünftig Leiter vom Wirtschaftsamt Stadt Bern. Die hat quasi so wie beide Sichtweisen, nämlich die vom Unternehmer und jetzt als Wechsel ins Wirtschaftsamt Stadt Bern nochmal eine andere Sichtweise. Was braucht es für eine erfolgreiche Digitalisierung?
Ich glaube, wenn ich schon mal den heutigen Tag anschaue, eigentlich sehr typisch, am Morgen in einem Baugesuch, in einer Nachfrage über ein Baugesuch, gottsjämmerlich aufgeregt. Weil es nicht möglich ist, den Stand eines Baugesuchs schlüssig nachzuziehen. Wo hängt es? Gibt es irgendwelche Einsprachen? Gibt es irgendwelche Fachberichte, wo wir etwas nachbessern müssen? In keiner Art und Weise transparent. Ein riesen Aufreger am Morgen. Und gleichzeitig gibt es schon so ein bisschen den Hut vom Leiter Wirtschaftsamt und durchaus auch ein Verständnis für die Verwaltung, wo ja nicht alles selber kann. Da ist sehr viel vom Bund gesteuert. Ist vorhin die EID erwähnt worden. Das ist eine Schlüsselrolle, dass die Stammdaten, die wir irgendwo von uns beschreiben, dass die einmal vorhanden sind. Dass die einmal vorhanden sind und dann gebraucht werden können und die Zugriffe wirklich passieren. Ich weiss, wie schwierig das ist, wie stark sich die Politik dort muss wirklich, nicht Politik, sondern die Verwaltung muss anstrengen und auch gleichzeitig aber das Verständnis, dass das nicht einfach so von heute auf morgen geht. Also der Aufreger vom Morgen, der hat sich dem Nachmittag wieder gelöst, wenn ich nämlich kurz überlegt hätte, wie hätte ich es jetzt besser gemacht, ab November. Ich kann aber schnell anhängen an diesem Aufreger. Ist es denn noch gar nicht digital vorhanden oder ist es digital noch nicht zu Ende gedacht? Es ist digital nicht zu Ende gedacht, das ist so die Konsumentenhaltung. So wie vorhin die Parkplätze genannt worden. Wenn man in Wien irgendwo einen Parkplatz sucht, dann tut man einfach auf einer App sein Schild, sein Nummernschild eingeben und hopp der Besen, GPS wird klar, wo das Auto steht, in welchem Quartier und die Polizei bekommt die Daten und wird nachher einfach das Nummernschild abkontrollieren. Kein Papier, nicht ein Ausdrucken. Also gerade wenn ich einen Parkplatz, die Bewilligungen für Handwerker oder für Umzüge denke, wo man nach wie vor eigentlich am Schluss heisst, bitte, wenn die PDF-Version nicht funktioniert, versuchen Sie es noch mit dem PC. So aus. Das geht nicht. Das geht nicht. Da muss man wirklich Benchmark in Europa, at least in Europa mal anschauen und versuchen, wieso ist das nicht in Bern unmöglich. Lorenz Fuhrer, als Firma, die ganz wichtige und grosse Kunden hat, die dir begleitet und auch beraten, was sind für euch Prioritäten in Digitalisierung? Wo muss man ansetzen? Das ist von Fall zu Fall ein bisschen verschieden, aber was ich sehe, grundsätzlich jetzt auch irgendwie, also in Erfahrung, auch wenn man das Politische einbezieht, im Moment ist es für mich eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die ein bisschen stagniert. Wir haben Anfang des 20. Jahrhunderts hat die Schweiz das Land elektrifiziert. Und das war eine riesen Erfolgsgeschichte. Wir waren die ersten paar Jahre mit Abstand das elektrifizierteste Land auf der Welt. Wir sind dann mal irgendwie von Amerika abgelöst worden. Aber bis 1998 waren wir auf dem 7. Rang. Und das hat funktioniert, weil die Gesellschaft und die Wirtschaft das zusammen haben wollen. Und wir merken auch heute, das ist positiv konnotiert. Wir reden heute, wenn du elektrifiziert bist, das ist positiv. Aber wenn ich heute sage, ich bin digitalisiert, dann ist es für mich schon ein komischer. Oder irgendwie, es ist wie ein bisschen normal und gleich ist es noch nicht dort. Es hat auf Anfang, es hat den Drive nicht mehr, es hat vor allem der Biss zwischen Wirtschaft und Gesellschaft nicht mehr. Und dort, der Biss zwischen Wirtschaft und Gesellschaft, und dort würde ich ansetzen. Wo vielleicht der Fernbiss ist, auf das können wir noch zurückkommen. Zuerst noch, Frederik Asael, werden der Unternehmungen, auch Start-ups, die in diesem Bereich tätig sind, die von den Behörden und von der Verwaltung gut abgeholt. Also ist da eine genug starke Zusammenarbeit, ein genug grosses Erkennen vom Potenzial? Oder wie sieht das aus? Also ich kann nicht für alle Start-ups reden, weil ich spezifisch in einem Gründungsmitglied und dort auch arbeite. Aber ganz allgemein gesehen sehen wir uns einfach wirklich als Unternehmerinnen und Unternehmer. Und das zieht sich wirklich so in der ganzen Start-up-Bubble, glaube ich, durch. Und wir haben einfach zwangsläufig eine andere Geschwindigkeit, die wir an den Tag legen müssen, weil in einem Start-up können 2-3 falsche Entscheidungen schon ziemlich ins Ausführen. Wir müssen ganz anders wirtschaften und darum sind wir eigentlich ziemlich, also in den allermeisten Fällen eigentlich unabhängig vom Staat und wie dort die Mühlen malen. Und ich habe auch großes Verständnis dafür, dass sie in einem anderen Tempo malen. Ich will das überhaupt nicht irgendwie ins Lächerliche ziehen oder so. Es ist einfach ein völlig anderer Kosmos, der anders tickt. Aber wir können nicht
warten, bis dort etwas passiert. Armin Blum, das ist eine schöne Überleitung. Ich habe eine Firma, eine Bank wie eine BKB, die andere Mittel zur Verfügung hat, die vielleicht mal ein Experiment wagen kann, in welche Richtung man gehen kann, kann sich die das ändern leisten. Digitalisierungsprozesse oder Wege einzuleiten, um mal zu schauen, wo es hergehen kann. Oder ist die Schwierigkeit halt dabei tatsächlich, weil es immer um grosse Beträge geht, zu priorisieren, was man als erstes machen will, weil man nicht genau weiß, ob das ja das verspricht schlussendlich oder dabei rauskommt. Ja, ich glaube, da jetzt zwei Seiten. Die eine Seite ist ja, was merkt der Kunde oder die Kundin? Oder? Dann kann man eine App machen oder so etwas, dann kann man auch kleinere Sachen mal lancieren, probieren. Es wird auch inzwischen akzeptiert, dass eine Bank auch nicht immer alles 100% schon perfekt hat, wenn man auf dieser Ebene geht. Was mich aber als jetzt Unternehmer da viel mehr beschäftigt, ist die internen Prozesse. Da hat man immer das Gefühl, die grossen Unternehmen haben alle Prozesse schon im Griff. Also ich kann euch sagen, wir haben noch einiges zu tun in der Prozessautomatisierung und das hat eben auch sehr viel mit Digitalisierung zu tun. Und das sind die teuren Projekte am Ende. Darf ich ganz kurz, du hast jetzt gefragt, ob sich ein grosser Betrieb das eh noch leisten kann, um da zu investieren. Ich würde sagen, als kleiner Betrieb, als Start-up können wir es uns nicht leisten, das nicht zu machen. Das heisst, das ist wie von Anfang an, das ist wie in der DNA. Und ich habe mal kurz auch Revue passieren lassen. Ich bin jetzt 6,5 Jahre dort in der Geschäftsleitung. Das Wort Digitalisierung haben wir vielleicht in 5-mal oder 10-mal ins Maul genommen in diesen ganzen Jahren, weil es einfach at the core, im Herz von dem ist, was wir machen. Und von dem her Prozessautomatisierung zum Beispiel, ein riesiges Thema, das bei uns ja, ein tägliches Geschäft ist. Und anders geht es gar nicht. Also ich würde da gerade noch eins nachhaken. Oder? Bei einer Bank gibt es jemanden, der also eine Hypothek abschließt. Und da gibt es schon lange ein Produkt, das heisst Registerschuldbrief. Also ein Schuldbrief, der nicht mehr physisch muss sein. Es gibt ein Programm, wo man das machen kann. Und wir Platzbanken alle kämpfen seit Jahren, dass im Prozess hin, das einfach angewendet wird. Wir drucken das lieber aus, schreiben es, unterschreiben es, tun es wieder einscannen und so weiter. Also es gäbe es, aber es sind verschiedene Player, die dort mitspielen müssten. Verschiedene Player, Lorenz vorher hat es vorhin kurz angesprochen, die Diskrepanz, die vielleicht auch entstehen könnte zwischen dem, was die Wirtschaft will, dem, was die Bevölkerung will, vielleicht dem, was die Verwaltung will. Hans-Martin Amrein, hast du das Gefühl, wir sind mit dem, was wir machen, Digitalisierung, oder was wir anstreben, nicht bei der Bevölkerung, dass es auch das Wort ist, was sie will, oder die müssen damit fast auch ein bisschen überfahren, weil ja nicht jeder gleich kann und will mit sein. Also, wieso digitalisieren wir eigentlich? Für das Leben einfacher zu machen. Für das Leben einfacher zu machen, für die Zeit zu gewinnen unter Umständen. Gewisse Sachen, die wir nicht mehr müssen, einen Medienbruch veranstalten, wo immer irgendwie einen Lauf zu einem Printer, zu einem Drucker, ein Unterschreiben, ein Zurückgehen, ein wenn möglich wieder einscannen, all das wollen wir nicht. Zu vergessen, Öffnungszeiten und so Zeugs. Öffnungszeiten kommt noch dazu, mehr Zeit haben. Und es ist eine gesellschaftliche Geschichte, ob die Gesellschaft mehr Zeit will und was sie mit dieser Zeit will. Will man einfach profitabler werden, will man schneller werden oder was mit dieser Zeit anfangen. Aber es ist eben der Mensch, der die Zeit will und will entscheiden, was er über die Zeit, wo man über eine Digitalisierung schritt. Und ich heute Morgen vielleicht in 5 Minuten erfahren können, wo das Baugesuch ist, transparent. Wenn man irgendwo mit einem Code würde reinkommen und sehen, das ist dort Fachbereich, Brandschutz ist es bereits durch, im Moment liegt es dort, Fragen sind noch die, hätte ich bestimmt 3 Stunden gewonnen, für etwas anderes zu machen. Ich konnte entscheiden, was ich mit diesen 3 Stunden mache, ob ich etwas weiterbügle, ob ich Gelato anrühre oder ob ich einfach in die Aare gehe. Tom Winter, habt ihr das Gefühl, es wird genug gemacht? Wir haben den ganzen Tag so ein das Thema von dem Digital-Turbo. Also man ist unterwegs. Jetzt haben wir vorhin so ein bisschen festgelegt, wir könnten vielleicht in 5 Jahren hinhocken und tatsächlich mal konkret sagen, was für Sachen sind umgesetzt worden. Ich mache jetzt den Digital-Tag zum 3. Mal. Ich habe immer wieder spannende Runden gehabt, aber mit rein ist immer so ein bisschen ums Gleiche. Nur ist es halt ein Prozess, der Zeit und Geld braucht, oder könnte man irgendwo auf das Gaspedal schalten? Also ich glaube, man könnte ganz sicher beschleunigen, wenn man nicht alle Dienstleistungen, Services über einen Kamm scheren. Oder? Ich nehme an, der Staat hat in irgendeiner Form
1500 Dienstleistungen von Küder bis Steuern. Und ich denke nicht, dass jede gleich zu handhaben ist. Sprich, ich glaube, es ganz bewusst sagen, wo könnte man schneller sein, wo ist es eigentlich auch niederschwelliger möglich, das würde ganz sicher helfen, beschleunigen zu sagen, aber dass es vielleicht einfach auch sollte Lust machen. Oder wenn ich mir aus der Privatwirtschaft einen stellvertretenden Detailhändler, 3'500 Mitarbeiter im Verkauf, dort überlege, wie sind wir wirklich vorwärts gekommen. Dann haben wir Community-Geschichten, haben wir ganz viele Sachen aufs Handy gebracht. Richtig funktioniert hat es, als wir den Mitarbeiterrabatt drauf hatten, Tag, sind wir irgendwie bei 92% Adoption. Und ganz durchschlagend ist es dann gegangen, als wir die Einsatzplanung, die wirklich fast das Wichtigste ist für Mitarbeiter, aufs Handy gebracht. Ich denke, es soll auch Spass machen und es sollen Features sein, Dienstleistungen sein, die relevant sind, die man wirklich auch braucht. Und dann müsste man sehr wahrscheinlich auch darüber nachdenken, bietet man immer die analoge Alternative noch an. Weil irgendwann muss man den Mut haben und die abstellen und in einem anderen Modus vielleicht ein bisschen weniger niederschwellig noch zur Verfügung stellen, weil logischerweise brauchen ein paar Teile von der Bevölkerung noch die Alternative. Aber ich glaube, man muss anfangen, auch ein bisschen konsequent das Analoge nicht mehr zur Verfügung stellen, sonst wird es nur mit Freiwilligkeit wird das nicht gehen. Also mit der Geschwindigkeit ist ja das eine und wegen der Überforderung. Ich glaube, das liegt an uns allen plus an ganz vielen anderen, dass man die Prozesse hintendran und die Oberflächen so gestaltet, dass es einfach ist und eben nicht überfordert. Und zwar für ältere Leute, für Menschen mit Beeinträchtigungen. Und es muss für jeder Mann, jede Frau anwendbar sein. Das liegt an uns. Darf ich da auch noch gerade, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aussage. Weil Digitalisierung tut viele Leute herausfordern. Und als Bank haben wir jetzt ganz viele Mitarbeiter und Mitarbeiter ausgebildet als digitale Coaches, also erklären, wie du eine App brauchst oder wie du es überhaupt installieren oder das Security-Element machen. Ich glaube, das ist fast eines der Schlüsselelemente. Oder? Und das Zweite bin ich voll bei dir. Es muss einen Nutzen generieren. Wenn ich nicht sehe, für was es mir jetzt das einen Mehrwert gibt, ob es mehr Zeit gewinnen oder es einfacher geht, drin, dann mache ich es nicht, weil ich habe noch ganz viele analoge Alternativen. Aber ich glaube, wir haben hier... Ich glaube, wir haben jetzt viel so ein bisschen über den Convenience, den Zeitaspekt vom Ganzen geredet. Ja, mein Eingangsvotum werde ich noch einmal darauf zurückkommen und sagen, wir müssen es vor allem begreifen als einen ganz wichtigen Aspekt von unserer Infrastruktur. Und jede Infrastruktur hat irgendwie so wie eine Phase, wie eine Zeit, ist eben ja die Elektrifizierung anbelangt, die ganze Strassen. Infrastruktur genannt. Und ich glaube, wir müssen jetzt die Digitalisierung wirklich einfach als die Infrastruktur sehen, die unsere Gesellschaft maßgeblich mitbringt. Und sie nicht hinterfragen, sondern sie wirklich einfach irgendwie möglichst nutzen. Aber es ist schon so, was dir ja eingangs so hat gesagt, wenn der direkte Nutzen für den Einzelnen da ist, wie die Beispiele vorhin der Tom Winter hat gebracht, ist es ähnlich wie bei der Elektrifizierung früher, dann haben wir da die Gesellschaft und auch das, was die Verwaltung will, wahrscheinlich auf einer Schiene will, sagen, das wollen wir. Aber einfach, wenn es nur ein theoretisches Konstrukt bleibt, wo man sich vielleicht nicht mal darauf verirrt und dann schlussendlich merkt man bei diesem Einzelfall, jetzt kann ich das Formular gleich nicht so brauchen, wenn ich so denke, dann funktioniert es natürlich nicht. Ja, wir haben natürlich eben die frühere Infrastruktur, ist ging analog gewesen. Du hast eine Strasse oder eine Kessstrasse, oder? Und jetzt hier, die Digitalisierung ist eben genau irgendwie das, wo man ein bisschen Internet hast, ging irgendwo, oder? Du hast ein bisschen etwas irgendwie an deinem Handy eintippen kann jeden. Also du hast... Sie ist da, darum ist der Neid manchmal vielleicht auch nicht ganz so da, oder die Einsicht, dass wir es alle zusammen noch einmal müssen vorantreiben, weil gefühlt sind wir mittendrin, oder? Die einen mehr, die anderen weniger. Aber die Pandemie hat ja zum Beispiel auch gezeigt, dass man durchaus mit einer gewissen Geschwindigkeit diverse Sachen kann vorantreiben kann, die wahrscheinlich vorher nicht so schnell wären vorwärts gegangen. Einer der positiven Aspekte von der Pandemie, ja. Friedrich Hassel, als Start-up ist ja das auch eine Hoffnung geschrieben, man sieht mal, es geht, man kann Sachen schnell umsetzen, Sachen auch verheben. Also für uns ist das Daily Business, auf jeden Fall ist das eine Hoffnung, es erfreut mich, zum all die Beispiele auch zu hören. Für mich geht es eigentlich auch darum, dass man nicht nur über Infrastruktur, Prozesse, Schnittstellen und so weiter redet, sondern Digitalisierung ist für mich ganz fest ein Mindset, eine Herangehensweise, wo Offenheit, Kreativität braucht, wo ein agiles Mindset braucht, wo Fehler machen muss erlaubt sein, zwangsläufig, zum Weiterkommen und so weiter. Und das
glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das in unseren Organisationen wirklich laufend trainieren und vorantreiben, weil das ist im Kern des Ganzen. Tom Winter hat vorhin etwas Spannendes gesagt. Und das, durch diesen Tag natürlich auch schon immer wieder Thema war, wir brauchen immer auch noch das Analoge, weil wir immer noch Bevölkerungsgeschichten haben, die dem nicht so affin gegenüberstehen, wo man sie abholen muss, wo man sie mitnehmen muss. Aber es gibt auch ganz klar Leute, die sich grundsätzlich technische Neuerungen oder eine digitale Welt sich komplett verschliessen. Und die kann man ja nicht aussen vorlassen. Also einfach, um dort aus der Privatwirtschaft vielleicht ein bisschen zu entwarnen. Wir haben sehr stark das Gefühl gehabt, es könnte eine Altersfrage sein. Es könnte, wie auch immer, eine demografische Frage. Und also meine Erfahrung aus der Privatwirtschaft ist, dass es mitnichten so ist, nichts mit Alters zu tun, ganz im Gegenteil. Ich glaube aber, irgendwann ist es so eine Imagefrage. Also in einem Zeitalter, wo ich in 3 von 4 Coiffeursalons mich registrieren kann und schnell eine Notification bekomme, glaube ich, ist irgendwann schon eine Imagefrage, wie stehen wir da? Wir Berner, ganz im Speziellen, auch noch mit 25 anderen Kantonen, die uns zuschauen. Und ich glaube, irgendwann machen wir uns auch zum Aff, wenn 2, 3 Dienstleistungen nicht einfach rassig jetzt den Fische kommen. Ja? David Brun hat es vorhin schon gesagt, die E-Idee, die steht natürlich auch schon den ganzen Tag im Raum, die haben wir schon mal gehabt, sie ist abgeschmettert worden. Unter anderem ist sie abgeschmettert worden, weil man die Sicherheitsbedenken bei der Bevölkerung nicht hat können nehmen, weil der Staat, wenn ich stark ist, hergestanden gesagt hat, wir übernehmen da die Leitfunktion als Staat. Jetzt ist man am 2. Versuch dran, sie wird wieder kommen. Lorenz Fuhrer, werden wir sie das mal durchbringen? Die E-Idee, hat die Bevölkerung die Sicherheitsbedenken jetzt nicht mehr, weil um das dreht sich alles. Wenn man die Idee nicht durchbringt, kann man viel von dem, was wir hier an diesem Tisch besprechen, nicht in dieser Form umsetzen. Also ich bin ein bisschen belastet, weil wir haben die Kampagne gemacht, die ist gescheitert. Aber wir sind gescheitert effektiv an einem mangelnden Verständnis der Vorteile, die in der Bevölkerung nicht rum ist. Aber auch einen grossen Widerspruch in der Bevölkerung. Man hat Sicherheitsbedenken gehabt für ein Tool, das es noch nicht gibt. Und tut die genau Sicherheitsbedenken sechsfach eingehen mit täglichen Apps, die man braucht, irgendwie auf Facebook, auf TikTok und so, wo sozusagen grössere, also man einfach rein objektiv gesehen, grössere Bedenken irgendwie sind. Es ist dort ein irrationaler Gesellschaftsgeist irgendwie. Das ist auch Teil der politischen Arbeit, die man muss machen. Dann ist die Vorlage quasi als Behördenvorlage dahergekommen. Das ist auch eine taktische Frage, die man sich stellen muss. Ist es die Behörden, die das fordern müssen, oder ist es nicht die Wirtschaft? Aber die möchte ich hier einfach mal in den Raum stellen. Mhm. Warum, Frau Asael, denken Sie, dass es eigentlich die Verschiebung von Wahrnehmung gibt, dass man am Ende dort relativ, sagen Sie nicht fahrlässig, aber relativ mit seinen Daten umgeht, denkt, ja, das kommt schon gut, wenn man sich irgendwie auf Social-Media-Plattformen bewegt, hängt herum, wenn es um eine ernsthafte Sache wie eine Idee oder ein Patientendossier geht, haben wir plötzlich Bedenken, obwohl man eigentlich von außen sehen kann, dass dort ja nochmal ganz andere Sicherheitsstandards wahrscheinlich werden zum Tragen kommen. Ja, das liegt in der Natur von uns als Menschen. Wir haben alle die Biases, die falschen Wahrnehmungen. Wir nehmen eben nicht objektiv wahr. Und so kommt es dann eben, dass ich das Gefühl habe, auf Facebook meine Partyfotos teile. Das ist ja kein Problem, weil ich ja noch mit dem Armin und dem Lorenz und da am Staat die Daten abgeben. Das ist sicher nicht ganz koscher und könnte beim Staat falsche Daten über mich gesammelt werden. Ja. Hans-Martin Amrein, die EID ist so ein bisschen das Zauberwort, der Schlüssel zu allem. Man hat nicht eine Plattform, also beziehungsweise einen Zugang, das wäre eigentlich die Idee. Was würde passieren, wenn das wieder scheitert und nicht zustande kommt? Können wir das näher? Ich bin überzeugt, das scheitert nicht mehr. Ich glaube, man wird die Lehre gezogen haben und es scheitert nicht mehr. Spätestens haben wir aufgezählt, was das alles auslöst und was es vor allem alles blockiert hat, die verlorene Abstimmung. Wenn man dort sich darauf konzentriert, was alles nicht hätte können anteigen, nicht können angeworfen werden, nicht können entwickelt werden, spätestens dann wird man eine Mehrheit haben und dass man die
flankierend muss die Sicherheit, die Datenschutz, Sicherheitsfrage ganz offen und transparent kommunizieren, ist klar. Aber es ist so, die EID, das ist irgendwo ist das ein Kernpunkt, spätestens wenn es irgendwo in die Verwaltung hineingeht, wenn man dort, wo die meisten Leute, sind wir ehrlich, ein E-Shop irgendeinem Ort, der funktioniert, die brauchen aus, sonst wechseln auf einen anderen E-Shop, irgendwo ein Kino-Billet digital reservieren für einen Kinotag gestern, für einen 5 Liber, das machen und wenn es nicht funktioniert, dann haben sie es gehabt, dann sind sie selber schuld. Sie werden es dann schon mehr machen, die App besser. Aber beim Staat, all das, was Dienstleistung und Zeit verbraten wird, in die Verwaltung rein müssen, Sachen zu tragen, wieder rauszutragen, wieder zu kopieren, wieder zu drucken, dort gibt es einfach eine Monopolstellung und die muss sich der Bund und der Staat und der Kanton und die Stadt und alle Verwaltungen bewusst sein. Dort gibt es einfach kein Wegschauen und man muss hoffen und versuchen, die bestmögliche, Lorenz geschoben, die bestmögliche Kampagne zu fahren, für das ankommt. Und das ist wirklich der Schlüssel. Aber mein Brunti hat es vorhin gesagt, auch für eine BKB ist eigentlich die EID, die soll kommen, wegweisend und matchentscheidend. Weil man allein oder als einzelne Institution zwar schon Lösungen kann bieten, aber es ist auch nicht Sinn und Zweck, dass jeder mit der einen Lösung um eine Ecke kommt. Ja, ich glaube, es ist einfach wirklich eines der Grundelemente, die man braucht. Und es ist ja nicht nur der Verkehr mit uns als Bank, sondern auch untereinander. Und die Elemente einfach so einfach wie möglich für einen Kunden und Kundin zu machen, das ist eigentlich Kunst, oder? Wenn ich nicht den Nutzen sehe, wenn ich es nicht einfach machen kann, dann bin ich misstrauisch. Wenn ich es nicht anlängen kann, dann bin ich auch misstrauisch. Wenn noch das Thema Datenschutz kommt, bin ich auch misstrauisch. Und wenn jetzt noch eine Bank und der Staat und so wieder hinterher steht, wir glauben an das und das kommt gut, dann bringt mir ein gewisses Vertrauenselement mit. Und ich glaube, das braucht es so. Also ich denke, in der nächsten Kampagne noch. Im Moment sind ja Lösungen umeinander. Wir haben Firmen, Institutionen, Behörden, die haben Einzellösungen, man hat mit X-Logins, man hat diverse Plattformen mit Formularen, die funktionieren, mit Formularen, die nicht funktionieren. Es gibt im Moment ganz viel. Jetzt, wenn die EID käme, haben wir damit ja die Problematiken nicht gelöst. Also, wie geht man an die Schnittstellenproblematiken her? Wer gibt dann wem was in Auftrag? Was soll der Bund machen? Was soll der Kanton machen? Was soll die Stadt machen? Das ist ja ein riesen Konstrukt, wo bei mir ganz viele Fragezeichen offen lassen. Nicht, dass man es nicht schafft, aber auch da wieder. Da reden wir wahrscheinlich von Jahren in der Umsetzung. Aber das ist gar nicht, wem das ich so die Frage gebe. Aber wie geht man schlussendlich an so ein Projekt? Es ist einfach der Schlüsselpunkt. Es ist der Start, wo die Verwaltung wirklich Dienstleistungen effizient und gut umsetzen, so dass es eben letztlich ein Zeitgewinn wird sein für die einzelnen Bürgerinnen und Bürger. Und wenn ich jetzt daran denke, da neben uns ist eine Drohne, die irgendwo da über dem Bundesplatz schwebt. Ich weiss, wie Basel eine Drohnenregulierung hat probieren, in den Weg zu leiten. Wo irgendwann angefangen hat, wir brauchen Daten von allen Drohnenpiloten. Wo tun wir die her? Es gibt zwar Lizenzen, es gibt Steuerdaten, es gibt irgendwo. Die Leute sind alle schon x-mal beim Bund registriert. Aber sie sollten sich noch einmal registrieren, für dass sie eine Drohne hier auf dem Bundesplatz 50 Meter in die Höhe haben. Noch einmal auf eine Plattform gehen, noch einmal den Namen, Geburtsdatum, Heimatort, Geburtsort, weiss der Teufel, eingeben, für dass sie dann irgendwann über 15 Schritte und 3 Wochen später, wenn sie nicht verzweifelt sind, dann vielleicht können eine Drohne offiziell und legal hier auf dem Bundesplatz 50 Meter raufjagen. Und das ist einfach, das sind die Beispiele, und es gibt hunderte von diesen Beispielen, die man muss erklären muss. Und der Schlüssel zu dem ist die EID. Und wir werden überholt, wir haben es am Anfang gesagt, es ist die Stagnation im Moment, die ist politisch, die ist vielleicht sogar ein bisschen gewollt, nicht allzu schnell reinfahren. Vielleicht hat es sogar etwas Gutes, aber wir müssen jetzt wirklich daran arbeiten, dass wir nicht völlig überholt werden, links und rechts. Wenn wir sehen, aus den Migrationssträngen, die in die Schweiz reindrängen, aus dem Ostblock, wo vielleicht
recht lang recht wenig hatten. Und plötzlich müssen sie eine Verwaltung, eine moderne Verwaltung herstellen. Und merken von Anfang an, es war die Zeit schon reif gewesen, Technik, Technologie war da gewesen. Und die haben diesen Schritt, die haben zwei, drei von diesen Schritten, die wir immer noch nachhinken, haben die einfach übersprungen und fahren uns jetzt links und rechts um die Ohren. Und das merken wir jetzt einmal mehr auch mit Leuten, die aus der Ukraine kommen, die sehr häufig, ziemlich schnell nach Kinderbetreuung eigentlich auf Digitalisierung von der Schweiz zu reden kommen, weil sie über die Unterschiede zwischen Ukraine und Schweiz berichten. Also, dass es geht, wenn der politische Wille da ist, wissen wir, seit man 2001 hat die Tierverkehrsdatenbank eingeführt. Dort hat man jedem Mistviech hat man die gelbe Marke ans Ohr gesetzt, und zwar irgendwie vom Huhn über die Sau zu einfach alle. Mit der Ausnahme, dann war der Bundesrat Guspin in den Medien der Vorsteher. Und der hat die Ringerkühe, die dann noch im Kampf waren, die hat er davon ausgenommen. Die hatten keine Tierverkehrsdatenbank. Aber sonst hat jedes Viech in der Schweiz so ein Ding gehabt. Und das hat bis heute bestens funktioniert. Und heute haben auch die Ringerkühe die an. Tom Winter, was funktioniert bei euch oder vielleicht noch nicht? Was wünscht man sich vom Staat oder von der Behörde in der zukünftigen Zusammenarbeit, wenn es um Digitalisierung geht? Ich glaube, sie sind zwei Sachen sicher als Firma eine Zusammenarbeit, dass man einzelne jetzt gerade Destinations, Stichwort Tourismusdaten oder die Hotellerie, dass wir dort effizient arbeiten können und auch gäbig arbeiten können. Schlussendlich auch für Gäste, für Kunden. Und das andere, noch einmal durch ein finanziellen Aspekt. Ein Thema Vertrauen in die Digitalisierung, das hat mit Sicherheit zu tun, Datensicherheit. Das andere hat sicher mit Kosten zu tun. Also ich hoffe in irgendeiner Form, dass man Wege findet, dass man dann nicht alles 26 Mal entwickeln muss oder 1000 Mal. Also, dass man irgendwann mit dem auch nachvollziehen kann, wie jetzt wirklich die Kräfte gebündelt werden. Und dass man aber irgendwann mal auch effiziente, oder für mich kostengünstige Lösungen findet. Was kann da der Bund, der Kanton oder so machen? Ich frage die Frage vorher an. Wie hoch ist der Wille, dass ich es jetzt wirklich will? Oder? Das sagen alle auf jeden Fall. Und alle sagen, ich will es. Ja, ja. Aber das heisst doch, irgendjemand muss in der Wirtschaft, wir müssen schauen, dass irgendeiner in Leid geht und die sieben Departemente halt sich einigen und dann nachher den Kantonen und so nachziehen. Ich will überhaupt keinen totalitären Staat. Aber wenn du schon mal in China gesehen und mal eine App angeschaut hast, dann gibt es alles. Das will ich überhaupt nicht, oder? Aber wir sind einfach, als unserem demokratischen System, was super gut ist drin, sind wir einfach zu wenig schnell in diesen Themen. Und es braucht wirklich Leidenschaft. Ja, hier. Leidenschaft und Leidenschaft. Ja, hier schnell eine Zuschauerfrage, die ich vorhin tatsächlich in vorderer Runde mit dem Alec Fotografie und der Flavio Wasserfallen auch diskutiert habe. Und dort hat es zwei unterschiedliche Meinungen gegeben. Die Frage ist, ob die EID, also dass sie jetzt halt noch nicht da ist, nicht ohne Vorwand ist, dass man halt ein bisschen langsamer vorwärts macht, als man eigentlich könnte. Der Fotografie hat für die vordere Runde gesagt, ich sage denen genug, sie gibt es eigentlich egal, ob die EID kommen, aber nicht auf die warten. Er sucht jetzt halt einfach eigene Lösungen als Stadt und mit dem Kanton zusammen. Ist die EID quasi ein Vorwand, dass man nicht schnell genug dass man so noch nicht hat. Ist das ein Vorwand, dass man nicht schnell genug vorwärts kommt? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, Vorwand darf es nie sein. Es ist einfach, wenn man einen letztlichen Endkunden oder eine Kundin denkt, wo eben die Daten, die Stammdaten, die einmal erfasst werden, die immer wieder abgerufen werden können, dass sie die wieder eingeben muss, dass sie sich vielleicht irgendwann schon skeptisch fragt, jetzt habe ich doch das Geburtsdatum schon dreimal dem Kanton oder dem Bund oder der Stadt doch schon dreimal müssen geben für die Parkkarte, weiss auch nicht, was für eine Dienstleistung. Wieso jetzt wieder? Das ist so ein bisschen das wirklich in einem grossen, in einem kurdischen Knoten mit einem Prozess, mit einer Stammdatenbank können zu lösen, dort die richtig gute Lösung. Man kann jetzt sehr viel Bricolage betreiben mit eigenen Workarounds. Wenn man aber etwas machen halt, richtig, man will. Genau. Und das ist nicht schlecht. Auch das ist gut. Letztlich ist jede Art von aktiv werden und von vorwärts treiben gut. Aber wenn man sie so vor Augen hat, die einfache, die klare, einfache Lösung in die Verwaltung rein, zurück zum Bürger, zur Bürgerin, dann muss man einfach schauen, dass man dort das Puzzleteil schnellstmöglich herbringt.
Und es darf aber nicht eine Entschuldigung sein, das hast du richtig gesagt, es darf nicht eine Entschuldigung sein, nicht unter Umständen parallel bereits vorzubereiten, wenn die EID da ist, dass man einfach parat ist. Aber wir warten logischerweise darauf, bevor man dann sagt, okay, jetzt können wir richtig loslassen. Ja. Ich finde es einfach eine gefährliche Aussage. Der fährt ein da und der andere ja. Oder? Wir müssen einfach wissen, sobald drei Lösungen da sind, müssen die drei Lösungen irgendwann zusammengeführt werden. Und das kostet dann wieder und dauert auch. Mhm. Also, ich bin auch immer noch beim Punkt, drin, lieber jemanden wirklich in Leidien gehen und das Gas geben, mhm. statt selber etwas zu machen und dann tun wir nachher aufräumen. Ich bin auch der Meinung, dass man nicht primär den Staat rufen muss. Ich glaube, die grossen Digitalisierungsschritte, die wir gemacht haben, die erfolgreich sind, das sind auch Sachen, die irgendwie fegen. Das ist ein iPhone oder etwas wie ein Twint, wo sich irgendwie, wenn das ein ist, hast du gesehen, dann willst du gar nicht mehr anders. Und wenn nicht auf die Elektrizität kommen, aber wenn irgendwie der Umstieg irgendwie in ein Elektroauto Spass macht, dann funktioniert es. Die Digitalisierung muss convenient sein, muss einem etwas bringen, wo der Staat muss enablen und schauen, dass es eben auch nicht drei Anbieter gibt. Aber man muss nicht jetzt auf den Staat warten. Eigentlich muss man den Staat treiben und das macht sonst die Wirtschaft eigentlich gut. Aber Privatwirtschaft macht grundsätzlich genug, für selber digitaler zu werden und dem Kunden etwas zu bieten. Also wenn ihr das heute nicht macht, dann seid ihr einfach morgen weg. Also das ist im eigenen Interesse. Ja. Also wenn ihr als Bank irgendwie nicht möglichst digital seid und irgendwie auf eine letzte Welt warten, wo irgendwie mit dem gelben Zettel ans Konto an den Schalterstand kommt, dann musst du den Schritt selber machen. Gibt es eigentlich Rückmeldungen von der Kundschaft, dass man digitaler soll werden oder ganz konkret, dass irgendwelche Sachen noch nicht ganz funktionieren? Oder gibt es so die umgekehrte Rückmeldung, ich habe hier etwas, wäre zwar nett, aber ich komme nicht raus, genau was ich jetzt machen muss? Ja, es gibt allen Orten immer Rückmeldungen. Es gibt deren, die sagen, ihr seid viel zu schnell unterwegs, oder ich möchte noch gerne an die Kasse kommen. Und andere sagen, ja, die App kann noch das und das nicht. Ich glaube, es ist Kunst, herauszufinden und auch zu jonglieren als Unternehmen, einfach die Kundennutzer zu erkennen und dort etwas lancieren, das etwas bewegt. Eben, die Wind war vorher ein Stichwort. Übrigens, dort hat es auch zwei Lösungen am Anfang gegeben. Wir müssen zusammenführen. Das hat viel Geld gekostet am Ende. Ich glaube, Kundenanliegen wahrnehmen und die Zeit, die man gewinnt, durch die Digitalisierung ihnen wieder zur Verfügung stellen für Zusatzleistungen, für Beratungen, für Hilfe für andere Themen, die sie haben. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Ja, das sind sicher eben Schnittstellen zu Kunden und dann Automatisierung. Oder alles, was nicht mehr ein Mensch machen muss, muss einfach automatisiert werden. Und dort mal pragmatisch anfangen und dann weiterziehen. Das ist sicher ein wichtiger Weg. Vorhin gesagt, Digitalisierung, das ist ja bei euch quasi in DNA. Das ist, ich müsste es gar nicht mehr speziell erwähnen, die Zeit Digitalisierung und die arbeiten so. Nicht alle Firmen haben diesen Background. Also gibt nicht technikaffine Firmen oder die nicht aus diesem Gebiet rauskommen, haben sie grundsätzlich schwerer, für da können mitzuhalten oder auf einen grünen Zweig zu kommen? Ja, auf jeden Fall. Also muss vielleicht auch sagen, wir machen das, damit wir im analogen Business mit den Leuten nachher mehr Zeit haben, oder? Und die realen Sachen, die Menschen machen müssen, strategische und so, mehr Zeit für das haben. Und ja, selbstverständlich haben einerseits grössere Unternehmen und dann traditionellere Unternehmen viel mehr Mühe, weil sie haben einmal ganz anders angefangen. Vielleicht haben sie 50 Jahre ganz anders gewirtschaftet und sind immer Schritt für Schritt gegangen und plötzlich kommt die Technologisierung daher und es scheint so, auch wenn es trotzdem ein fortlaufender Prozess ist, es beschleunigt sich halt und die Veränderung beschleunigt sich halt. Und darum, das ist viel komplexer, ja. Aber dort Schritt für Schritt und ich glaube, dort ist auch wichtig, dass man einfach weiss, wo ist man wirklich selber kompetent und wo muss man einfach andere dazu holen. Und schlussendlich sind wir alle im gleichen Boot. Niemand von uns versteht Digitalisierung. Also ist so, oder die ganzen Bubbles rundum um das Schlagwort, sondern wir sind alle darauf angewiesen, dass man miteinander, dass man Netzwerk bildet mit kompetenten Leuten rundum. Und das empfehle ich auch diesen Firmen. Und über die Netzwerke eigentlich die vielleicht analogen Unternehmen, die unterwegs sind.
Ich denke auch an uns, eine Gelateria, wo wir sehr lange eigentlich das Gefühl hatten, wir sind so ein Oldschool-Business. Anrühren, gefrieren, in die Vitrine stellen, die Leute kommen. Sie müssen entscheiden, ob sie das Becherli oder das Korn wollen. Wir geben es raus, wir geben es über die Hang. Wir waren sehr lange sogar sehr stolz, dass wir auch keine Kartenzahlung haben. Wir sagten, wir sind so wie das Gegen, wir sind wie der Gegenpol, wie der Gegenentwurf zu der immer schneller drehenden Welt, wo bei uns muss man sogar anstehen und verliebt sich der Fichtenschlange im besten Fall. Aber es ist eigentlich wichtig war, dass wir eben solche Agents hatten, Leute hatten, die uns darauf aufmerksam gemacht haben. Hey, weisst du, die Pandemie rollt an. Die werden kein Gelato mehr über die Vitrine verkaufen. Und dass wir dort irgendwie plötzlich merkt, hey, weisst du, es fängt ein E-Shop. Irgendwie eine E-Shop-Lösung zu machen. Es fängt irgendwie eine Velotruppe zusammenzustellen, wo man mit einer cleveren App fährt, eine Route zusammenstellen und in schnellstmöglicher Zeit die Gelato verteilt. Und es fängt plötzlich. Aber es hat nicht gefängt, wenn wir irgendwo so ein bisschen auf dem Standpunkt hergeblieben sind. Wir sind gegen einen Entwurf und lassen das sein. Und das ist gut, das darf man. Das darf ein Business machen. Das darf ein Zweig machen. Aber der Verantwortung mal denen so zu erklären, wie es fängt, könnte. Das ist wichtig und da sehe ich wirklich ganz stark, Frederik, auch so eine Aufgabe von solchen Organisationen, dass man eben wie die Lust an dieser Digitalisierung, an diesem Vorwärtskommen, die bei den Leuten auslöst, so dass das geleitet ist. Also ich kann euch noch nur gratulieren zu diesen Schritten. Es ist auch cool, euer Produkt oder euer Produkt in Zürich zum Beispiel zu meinen Geschwistern per Velo heimliefern als Geschenk. Also das ist super cool, sind ihr den Weg gegangen. Ja, und es ist letztlich, sind wir auch dank dem, haben wir niemanden müssen entlassen. Es ist ja nicht nur Spass am Schluss, es ist ja dann irgendwo eben noch das Bedürfnis. Und viele Branchen sehen es vielleicht noch zu wenig. Ich denke gerade an die analogste Branche, die Baubranche, oder, wo irgendwo, wo man das Gefühl hat, hey, das kannst du nicht, was willst du da digitalisieren? Und dann kommt plötzlich ein 3D-Drucker, und es kommen plötzlich irgendwelche Bauelemente aus dem 3D-Drucker, es kommen irgendwelche intelligente Architektursysteme, wo man punktgenau nach 15 Jahren bohren und irgendwie ein Relais vorholen. Es ist keine Branche ausgenommen, die Freude und die Lust an dieser Digitalisierung für sich zu finden und vor allem nachher auch umzusetzen in Profit. Haben wir bei Stadt Bern oder in der Region Bern mit vielen Traditionsbetrieben, kleinerer und grösserer Natur, da so eine spezielle Situation, dass man hier möglichst oder noch mehr hat als an anderen Orten, wo man aus dem Traditionsbewusstsein herausholen muss? Oder ist das eigentlich überall ein ähnlich? Bern hat gewisse Cluster, die sehr weit sind. Die kennt man nicht so, die schaut man nicht so an. Wenn ich jetzt an die Game-Industrie denke, Gamification von Wissen weitergeben, da hat Bern eine clandestine, kleine Szene, wo sie sehr weit sind, sehr, sehr, sehr stark engagiert sind und wo sich das Crypto-Valley durchaus muss warm anlegen muss, wenn es um Gamification von gewissen Elementen geht. Also Bern hat diesen Orten wie, ich würde jetzt nicht gerade sagen, ein Silicon Valley-Status, aber es ist auf dem besten Weg. Ich glaube, die muss man noch stützen und probieren zu fördern und das auch ein bisschen auf die Schild zu haben, weil das zieht wieder Leute an, die genau das suchen und den Austausch suchen und Netzwerk suchen. Und das ist das, was Bern von mir aus gesehen wird können machen und profitieren. Wir kommen langsam in die Schlussrunde rein. Wenn wir beim Lorenz Fuhrer starten, die sind ja auch beruflich bedingt. Müsst ihr das richtige Gespür haben? Müsst ihr wissen, was durchgehen könnte? Müsst mit euren Sachen, die ihr macht, eure Beratungsfunktion, so ein spüren, wie es rauskommen könnte? Und wenn wir jetzt in 5 Jahren wieder hier hocken, was ich mir sehr würde wünschen, bei ähnlich schönen Wetter, gleicher Runde, wie weit sind wir denn? Wir reden hoffentlich nicht mehr von Digitalisierung. Ja. So wie wir irgendwie einmal beim Auto und dann auch begriffen haben, du musst keinen Kleber mehr hängen mit Katalysator drauf tun, du musst einfach den einen haben. Wir haben in Bern einen Hotspot für sämtliche Metaverse-Anwendungen. Tom Winter, yeah. Wo seht ihr Digitalisierung in 5 Jahren? Wo seht ihr die Bern Expo in 5 Jahren? Ich glaube, der wesentliche Punkt ist, dass man hoffentlich nicht darüber reden muss. Ich glaube, am besten und radikalsten digitalisiert man, wenn man es nicht thematisieren muss, nicht erklären muss, wenn es intuitiv ist. Und darum, ich hoffe, dass wir in 5 Jahren nicht mehr darüber reden. Wir haben noch andere Sorgen. Aber es umso besser gemacht haben. Aus der Verwaltung hoffe ich, dass die
die Flüchtlinge aus der Ukraine kommen und uns jetzt eigentlich den Spiegel vorheben, dass die hoffentlich nicht 5 Jahre müssen warten, bis sie zurückgehen können. Hoffentlich nicht. Aber wenn sie jetzt in 5 Jahren würden zurückgehen würden, würden sie sagen, hey Ukraine, wir müssen nachziehen, Bern ist weiter. Ist es wie bei Filmen auch, er hat es vorhin gesagt, dass es in die was für euch eben schon Normalität ist, weil das bei euch so drin ist, dass es bei uns allen auch zur Normalität muss werden, so dass man eben gar nicht mehr darüber diskutieren muss. Ja, ich vermute ganz ehrlich, dass es den Digitaltag in 5 Jahren nicht mehr gibt. Dann wird ich keinen Job mehr haben an diesem Tag. Nein, der wird einfach anders heissen, mit einem neuen Passwort, mit einem neuen Schlagwort, wo man jetzt wo wahrscheinlich bald mal anfängt aufploppen. Und dann reden wir wahrscheinlich wieder ein bisschen über das Gleiche. Was ich mir wünsche, ist ganz klar Hürden abbauen, dass man wirklich auch Bern hat, ganz viele Unternehmen, die in einem völlig anderen Umfeld, vielleicht auch in einem ländlichen Umfeld, ganz andere Bedingungen vorfindet, dass man dort näher zusammenwächst, dass es nicht so feste Stadt-Land-Graben gibt und auf jeden Fall, dass Bern auf diesen Landkarten von Innovation wir sind wirklich, wir dürfen uns nicht klein machen, nicht schlecht machen, wir sind aus dem Wenig gekommen und es ist schon einiges gegangen, aber dass es dort noch weitergeht. Armin Braun, wie sieht es dir in 5 Jahren? Ja, ich glaube, der grosse Vorteil von Bern ist ja, dass man es sich könnte, überschaubar ist. Und die Zukunft wird wirklich noch viel mehr sein, dass wir ein Ökosystem schaffen. Und Ökosystem schaffen kannst du eigentlich nur, wenn du Vertrauen hast zu deinen Partnern. Und das ist eine der besten Voraussetzungen, die wir hier haben. Und darum bin ich eher beim Lorenz. Wir werden bei den führenden Städten und Kantonen sein. In 5 Jahren. Wunderbar. Ich danke euch für die Runde. Wir sind am Ende hier. Merci vielmals Armin Braun, danke Frederik Asael, danke Hans-Martin Amrain, merci Tom Winter und ebenfalls danke an Lorenz Furrer. Ja, meine Damen und Herren, das wäre sie mit dieser spannenden Runde. Weiter geht es in der 4. Stunde, wo wir ein Fazit ziehen, schon vom heutigen Tag, vom Bern Digitaltag, zusammen mit dem Jonathan Gimmel und meiner Mitmoderatorin Vera Herzmann. Und Martina Egli, habe ich vorhin noch erfahren, wird ebenfalls in dieser Schlussrunde dabei sein, wo wir mal schauen, was ist eigentlich an diesem Tag rausgekommen, was sind die wichtigen Themen, da haben wir hier gemeinsam in Schienen, wo wir wissen, dort drückt es noch, dort geht es weiter. Also bleibt dran, am 5 Uhr sind wir wieder da. Bis nachher.